So, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Projekt, das da heißt Disneys Aladdin. Das haben wir schon gesehen. Disneys Aladdin. Es gibt Optionen, gucken wir mal eben rein, was man hier einstellen kann. Kontrolltyp. Lassen wir mal so. BGM, Sound, alles klar. Nichts, was wir brauchen. Es gibt in dem Spiel Passwörter, die haben wir aber nicht. Könnte man sich raussuchen, aber wir wollen es natürlich von vorne spielen. Deswegen starten wir es einfach mal. Und da sind wir. Wir sind Aladdin mit seinem Affen. Abu heißt er, richtig? Hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht. Und wir sind hier einfach mal auf dem Weg, denn Aladdin ist ein Gossenkind, deswegen sind wir auch hier. Und wir machen uns einfach mal auf den Weg und gucken mal, was mit uns passiert. Die Steuerung ist an für sich ganz einfach. Also man kann springen. Das kommt dann immer auf die Tastenbelegung drauf an. Wenn man auf solchen, an solchen, also der dreht sich, hält sich automatisch fest. Man muss einfach immer nur an die Kanten springen. Wenn man auf jemanden drauf springt und dann macht er so ein Salto. Ist das ein Salto? Ich denke schon, ne? Oh, Äpfel. So, dann können wir noch Äpfel schmeißen. Hier. Dann sind unsere Gegner kurz, ja, kurz benommen, sage ich einfach mal, ne? Und man kann noch sprinten. Ich will jetzt einmal hier hoch, nochmal. Man kann sprinten und man kann mit so einem Tuch, das man in jedem Level findet, glaube ich. Ich glaube, man kann es nicht mitnehmen. Kann man sich quasi rumschweben lassen. Oh. Jo, wir haben jetzt gerade 4 Herzen. Jetzt haben wir eins verloren. Jetzt haben wir noch eins verloren. Weil ich gerade zu blöd bin. So. Was die ganzen Sachen so bedeuten haben, das werden wir, denke ich mal, mit der Zeit noch rausfinden. Es ist nicht blind, das Spiel, aber es ist doch schon sehr, sehr lange her. Also, das habe ich in frühester Kindheit gespielt. Und deswegen werde ich nicht mehr alles wissen. Aber wir gucken einfach mal. So. Nach jedem abgeschlossenen Level, jetzt sehen wir wieder, dass wir das Ding eingesammelt haben. Vielleicht ist das auch dafür verantwortlich, dass wir, wie ihr jetzt seht, ein Bonusspiel bekommen. Nach jedem Level kann man halt so ein Bonusspiel machen. Das ist jetzt ein ganz normales Glücksrad. Mal schauen, was wir kriegen. Wenn wir auf den Genie landen, weiß ich gar nicht genau, was wir bekommen. Das würde ich natürlich gerne mal herausfinden. Aber das schaffen wir diesmal wieder nicht. Obwohl, vielleicht doch. Ah, kommt er noch mal rüber? Na, es war so klar. So, der Stern. Oh, wir kriegen Credit dazu, wenn wir Game Over gehen. Das ist natürlich auch was. Danke. Das ist Genie. Mann, ich denke, man wird ihn kennen. Ja. Aladdin kenne ich jetzt persönlich auch eigentlich nur von den Disney-Sachen. Es gab früher einen Disney-Film, den habe ich geguckt, den haben wir früher gesehen, öfters sogar. Und es gab früher auch, oder es gibt sie immer noch, keine Ahnung, es gibt eine Serie von Aladdin. Zumindest gab es die mal. Aber da war ich jetzt auch nicht unbedingt so der Fan von. Ich fand die Disney-Filme früher alle sehr, sehr toll. Aber Serien fand ich jetzt nicht immer so den Knüller. Aber das, ja. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist. Aber es ist halt nicht unbedingt so meine Sache. Dann gucke ich mir lieber einen schönen Film an, der 1,5 Stunden geht. Anstatt immer so eine Serie, die dann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht genau, ob es auch einen zweiten Teil von Aladdin gab. Den habe ich dann nicht mehr gesehen.
Aber zweite Teile bei solchen Filmen ist immer auch schwierig, finde ich persönlich. Guckst in die falsche Richtung. Finde ich persönlich immer schwierig. Ich weiß nicht. Es ist dann immer irgendwie nur noch Geldmache. Und deswegen sind die Filme meistens nicht mehr so gut. Aber gut, jeder wie er mag. Ich habe auf jeden Fall früher den Disney-Film, den ganz normalen ersten Disney-Film Aladdin gesehen, der so um 1990er auf Videokassette in war. Den fand ich auch sehr toll. Hinten sehen wir das Schloss. Sieht schon nicht schlecht aus. Meine Lieblingsstelle im Film war, wenn die Parade angelaufen kommt und der Sultan oder wer das auch immer ist, mit seinem Papagei auf dem Balkon steht und der Sultan das nicht gut findet, weil Aladdin auf der Parade oder mit der Parade läuft, zum Schloss. Und der Affe dabei am Tanzen ist wie so ein Verrückter auf seiner Schulter. Ich weiß nicht. Ach, da kann man durchspringen. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand sich an die Szene erinnert, aber ich fand sie immer sehr toll. Und da kommen wir nicht mehr hoch. Ja. Super. Verpinkel dich. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die ganzen. Also das sind wahrscheinlich sowas ähnliches wie Münzen bei anderen Spielen. Die roten habe ich jetzt gar nicht gesehen, ob die jetzt mehr geben oder. Nein. Ich wollte mich dranhängen, hat aber irgendwie nicht funktioniert. So, dann machen wir das einfach jetzt mal hier schnell nochmal. Da ist unser Affe. Geh weg mit deinem Schießgewehr. Und dann werden wir uns jetzt hier mal durch die Level spielen und mal gucken, wie das Ganze am Ende ausgehen wird. So. Jetzt ist hier kein roter mehr. Komisch. Ah. Hier auch nicht mehr. Gut, wenn man stirbt, verschwinden wohl die roten. Juwelen oder was es immer sein soll. Sind Juwelen, oder? Ich würde schon sagen, dass das Juwelen sind. Geh weg. Und da haben wir's. So, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir wieder hier in der Stadt. Hauen ihn erstmal um hier. Den machen wir auch platt. Gucken wir mal, was sich hier in der Vase versteckt. Ein Brot. Bringt uns jetzt gerade nicht viel, weil wir haben volle Energie. Ja, Idiot, ey. Der kriegt jetzt mal einen Apfel ab. Also wenn man so einen Apfel einsammelt, dann zählt es immer für 10 Äpfel. Also quasi eine 10er-Einheit, so ein Apfel. Achso, das war ein kleiner Zwischengang und jetzt sind wir hier beim ersten Endgegner angelangt anscheinend. Ich bin auch direkt mal in sein Schwert reingelaufen. Und Treffer Nummer 1. Ja, entspann dich. Ja, komm mal klar. Treffer Nummer 2. Es ist noch ganz einfach. Man muss einfach sich vor ihn stellen, so dass er schlagen will und dann auf ihn drauf springen. Auf seinen Kopf. Im Prinzip überhaupt gar keine Gefahr. Er hatte gerade ein junges Mädchen dabei. Wow! Hallo Schnecke. Oh, die ist aber hübsch. Ja. Vergiss deinen Affen nicht. Was ist denn los, Alter? Er vergisst seinen besten Freund, nur weil er da mal ein paar Brüste sieht. Typisch Männer, aber hier ist das Passwort. Genie, Affe, Aladdin. Und das ist der Sultan, oder? Und das andere ist der böse Onkel, oder? Ich weiß es nicht. Der böse Sultan. So ein bisschen Story rein. Together, Aladdin and Jasmine escape the Sultan's guards and run to Aladdin's home. High above Agrabah.
they enjoy the view and discuss their dreams for the future. Natürlich, in anderen Worten, sie haben da um eine heiße Nacht zusammen. Ja, Aladdin und Jasmin sind halt den bösen Wächtern von dem Sultan geflohen, vor dem bösen Wächtern geflohen, sind jetzt bei Aladdin zu Hause. Das ist so eine Ruine ganz oben über der Stadt. Und da haben die jetzt eine heiße Nacht zusammen und reden über ihre Zukunft. Aladdin wurde gefangen. Jetzt habe ich gerade nicht mitgelesen. Aladdin wurde wohl gefangen und wurde in den tiefsten Kerker geschickt. Aber alles, woran er denken konnte, war diese schöne Prinzessin. Ja, und der alte Mann da sagt, er lässt Aladdin frei, falls er zu dem Abenteuer, zu diesem Maul geht, was wir im Einspieler gesehen haben. Glad to get out of the prison, Aladdin doesn't respect that the old man and is actually Jafar in disguise. Okay, also der alte Mann war nur ein Verzauberter, das ist Jafar, der böse Sultan oder wie er auch immer genannt wird. Der hat sich verwandelt und sagt jetzt, dass wir hier bitte für ihn in dieses, was wir im Einspieler gesehen haben, in dieses, sah aus wie ein Tigermaul, dass wir da doch bitte für ihn reingehen sollen und den Schatz holen sollen, und im Gegenzug könnten wir dann freigelassen werden und auf zur Prinzessin wieder. Und ja, wie man so ist, wenn so eine schöne Frau winkt, dann machen wir das doch einfach mal und helfen dem alten Mann, der nicht springt gerade hier. Ja, ein bisschen blauäugig, was Aladdin da macht, aber gut, wer will es ihm verübeln bei so einer prachtvollen Frau? Dann machen wir das einfach mal. Ja, geh weg. Komm her. Ja, wie soll ich das denn einsammeln, wenn das... Ja, super. Wie soll ich das Ding denn bitte einsammeln, wenn es so weit oben ist, dass ich da nicht dran komme? Hier, der Boden stürzt mit Sicherheit ein. Da ist mein Affe wieder. Müssen wir jetzt... da hoch? Nee, hier oben sind nur Diamanten. Oder Juwelen. Wir müssen da runter, wie uns unsere Affe zeigt. Und ach du Jemine, wow. Hier ist alles voller Gold. Ist es nicht wunderbar? Lass mich in Ruhe. Wow, Schwerter kommen hier raus. Wir sind hier auf jeden Fall nicht erwünscht. Was zum Teufel? Ein Teppich, der geht? Und er winkt uns zu. Dem müssen wir aber mal folgen. Irgendwas... Was zum Teufel hat mich jetzt getroffen? Ja, was soll ich denn machen? Geh ich dann runter. So, also, was ist mit dem fliegenden Teppich los? Was wollte er uns sagen? Hier ist ein One-Up. Oh, was ein Leck. Gut, dass die Dinger nicht abbrechen. Aber ich hätte, glaube ich, auch dann so, wäre, glaube ich, auch so drüber gekommen. Hier einmal ducken und dann wieder am Seil hängen lassen, damit wir das Tor aufmachen und durch da. Und wir haben, ach, wir haben jetzt ein fünftes Herz, weil wir 100 Juwelen hatten. Und was ist denn da los? Ey, das sieht aber schön aus. Ich möchte das haben, hallo. Kriegen wir nicht. Schade eigentlich. Ach. Bisschen... Na, das ist jetzt irgendwie... Gut, so war das, glaube ich, nicht gewollt, aber... Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Da ist die Wunderlampe. Uns beobachtet niemand. Abu! No! Nein, Abu, was machst du?
Abu ist verrückt. Er hat den Schatz, den wir wollten, angefasst. Und jetzt rastet hier, glaube ich, alles aus. Die Stage 2 ist clear. Und was mit Abu passiert? Der ja diesen ja, wunderschönen Juwel angefasst hat. Der fliegende Teppich, der ziemlich mysteriös war, wollte ihn abhalten. Was hat das zu bedeuten? Das alles werden wir im nächsten Part dann sehen. Und ich hoffe, im nächsten Part haben wir Abu noch bei uns. In diesem Sinne sage ich dann einfach mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat der erste Part einigermaßen gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke und macht's gut. Tschüss.